In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr die inverse Matrix zu einer Matrix bestimmen könnt, und zwar für alle Matrizen. Und das geht mit dem Gauss-Verfahren. Wer sich das Gauss-Verfahren nochmal im Einzelnen anschauen möchte, der kann das in dem Video zum Gauss-Verfahren tun. Wir wenden das Ganze hier jetzt direkt mal an und zeigen euch einmal den Ansatz. Und zwar, wenn wir die Matrix A haben, dann gehen wir hin und setzen die Einheitsmatrix daneben, also setzen die beiden gleich. Und wo wir hin möchten, ist, dass auf dieser Seite die Einheitsmatrix steht, und das, was auf dieser Seite dann steht, ist dann dementsprechend die inverse Matrix. Das heißt, da soll dann etwas in dieser Form hier stehen. Wir nennen das jetzt mal Strich, und das soll dann die inverse Matrix sein. So, wir zeigen das mal an einem Beispiel. Wir nehmen die Matrix 2, 1, 3, minus 2, 1, 0, 0, 1. Setzen wir gleich. So, was machen wir als erstes? Wir gehen hin und schauen, dass wir die, wir möchten jetzt hier eine 0 erzeugen. Wie schaffen wir das? Indem wir die erste Gleichung mal 3 minus die zweite Gleichung mal 2 rechnen. Das heißt, wir haben Gleichung 1, 3 mal Gleichung 1 minus 2 mal Gleichung 2 soll dann gleich die neue Gleichung 2 sein, und die nennen wir dann 2a. Die erste Gleichung ziehen wir mit, und aus der zweiten entsteht dann hier eine 0, so wie wir es haben wollten. Dann haben wir 3 mal 1 sind 3, minus 2 mal minus 2 sind 4, also plus 4 sind 7. Dann haben wir hier 3 mal die 1, minus 0 sind 3, und 0 mal minus minus 2 sind minus 2. So, im nächsten Schritt möchten wir jetzt hier die 0 erzeugen. Das heißt, wir möchten irgendwie eine neue erste Gleichung haben. Und wie bekommen wir die? Indem wir 7 mal die erste Gleichung minus die zweite Gleichung rechnen, damit wir hier eine 0 erzeugen können. Und dann ergibt sich im ersten Eintrag 14. Dann haben wir hier die 0, die wir haben wollten. Dann ergibt sich hier eine 4 und die 2. Und die zweite Gleichung ziehen wir weiter mit, so wie wir sie bereits berechnet haben. Jetzt müssen wir nur noch hier eine 1 und hier eine 1 bekommen. Das erhalten wir, indem wir als 1b unsere neue Gleichung nehmen, und die ist gerade Gleichung 1a durch 14, und unsere Gleichung 2b soll entstehen aus 2a geteilt durch 7. Das hier ist immer wichtig, damit ihr nachvollziehen könnt, was ihr macht, und damit auch, wenn das jemand für euch bewerten soll, der auch nachvollziehen kann, welche Gleichungen ihr auf welche Art miteinander verrechnet habt. Hier ergibt es jetzt 1, 0, so wie wir es haben wollten, 2 Siebtel und 1 Siebtel, und in unserer zweiten Zeile haben wir 0, 1 und 3 Siebtel minus 2 Siebtel. Das ist jetzt unsere inverse Matrix, und wenn ihr euch mal das Beispiel anschaut für die andere Variante der inversen Berechnung, die nur für 2×2 Matrizen funktioniert, werdet ihr sehen, dass wir da zu demselben Ergebnis gekommen sind.